Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich hier alles auf Priorität 9 stelle, was hier mit den Luftröhren zu tun hat. Denn das muss auf jeden Fall jetzt ganz dringend fertig gebaut werden, damit das funktioniert. Hauptsächlich dieser Teil hier. Ansonsten haben wir ein Problem. Denn sauerstofftechnisch wird das Ganze jetzt ein bisschen eng. Etwas Positives hat es, denn es herrscht kein Überdruck mehr. Das heißt, sobald das Ganze am Laufen ist, müsste das eigentlich ziemlich gut funktionieren, dass die Luft in der Base abgekühlt wird. Es ist immer noch so verdammt warm in meiner Base. Das ist einfach unglaublich. Mann. Da ist der Erste gestorben. Und die Nächsten werden folgen. Weil sie zu blöd sind, so zu bauen, wie ich das will. Ja, bleib da liegen. Also wenn sie das jetzt nicht bauen, obwohl da Priorität 9 ist, dann ist definitiv irgendwas an dem Spiel kaputt. Dann ist der Spielstand irgendwie buggy oder keine Ahnung, aber das kann ja dann nicht sein. Jetzt machen die Klos sauber. Drei Leute sind krank. Was geht ab? Oh Gott. Es hat die ganze Zeit so gut funktioniert. Und jetzt auf einmal ist alles beschissen. Ja, okay. Ich verstehe. Der Nächste ist verhungert. Der Nächste ist verhungert. Und noch einer. Toll! Yeah! Wunderbar! Und wir können nichts mehr produzieren, weil uns Erde fehlt. Willst du mich verdammt nochmal verarschen? Wie soll ich an Erde kommen, wenn keine Erde mehr da ist? Boah. Ich dreh durch. Durch. Ups. Mann, was soll diese Scheiße? So. Berufe. Wer ist überhaupt noch da? Du bist da, okay. Du bist auch noch da, gut. Hatten wir da einen? Ich glaube nicht. Hier hatten wir einen. Der ist weg. Toll. Viehzüchter ist tot. Landwirtschaft funktioniert Gott sei Dank noch. Künstler tot ist egal. Der Koch ist Gott sei Dank noch da. Aber irgendeiner muss das jetzt hier auf jeden Fall ganz dringend
abernten, abernten, ab ergraben. Auch schon, ja. Also wenn diese Welt jetzt kaputt geht, also wenn jetzt hier alle sterben, dann ist vorbei, dann habe ich keinen Bock mehr auf, dann habe ich keinen Bock mehr auf Oxygen Not Included. Dann ist vorbei mit der Staffel. Das wird mir so langsam ein bisschen zu blöd, dass die Typen hier zu bescheuert sind, das zu bauen, was ich hier angebe. Das ist immer noch nicht gebaut. Priorität 9. Verdammte Scheiße, ey. Priorität 9. Und ihr baut das nicht. Ja, piss auf den Boden. Es kann nicht dein Ernst sein. Priorität 9. Und zu blöd, um das zu bauen. Was gehst du da hinten hin machen? Wir waren 11. Jetzt sind wir zu dritt. Und das Beste ist, wenn jetzt der Koch gestorben ist, dann ist alles am Arsch. Der Koch ist tot. Komm. Lass stecken. Würde jetzt hier bitte jemand graben? Tut mir leid, dass ich jetzt gerade so ruhig bin, aber ich bin extrem genervt. Ich schaue mir gerade einfach nur an, wie bescheuert die Leute da sind und einfach nicht das machen, was ich ihnen als Auftrag gebe. Wo ist derjenige, der eigentlich graben soll? Wieso machst du das? Drei Minuten nachdem ich die neuen Berufe eingeteilt habe, entscheidest du dich dazu, endlich mal zu gehorchen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Jetzt forsch die! Ich habe niemanden in die Forschung eingesetzt. Du sollst kochen, verdammt nochmal, kochen.
Boah, ey. Ja, jetzt pennen. So, wie ich das jetzt kenne, dieses Spiel, wird sie beim Nahrungsproduzieren sterben. Durchfall. Hauptsache, die blöde Kuh, die isst das selber noch und geht dann auf den Massagetisch. Ich glaub's nicht. Schluss mit Massagetisch. Ey, willst du mich verarschen? Nix da. Du bist alleine. Ich hoffe, du bist dir dessen klar, ne? Wenigstens hat sie was zu essen. Toll. Ja, so. Jetzt wird sie bald ersticken, ne? Jetzt wird sie bald ersticken. Mein Gott. Ach du heilige Scheiße. Jetzt ist sie krank. Ja. Ist keine Kohle da? Fast 5 Tonnen. Toll. Wunderbar. Das läuft ja grandios. Oder wir machen das anders. Wir nehmen einen Ladestand, der früher irgendwann mal war, also früher. Ich schaue mal, was das jetzt wird. Ja, kurz. Kurz einfach durch die ganze Base. Mach das. So. Jetzt müsste hier gleich auch jemand Neues hinzukommen. Aber lange dauern wird das nicht mehr mit dieser Welt. Lange dauern wird das nicht mehr. Tja. Gut. Schade, schade, Schokolade. Wir waren so gut. Ab und an hat es etwas mau ausgesehen, aber so wirklich schlecht war das Ganze die ganze Zeit nicht. Komm, du wirst jetzt noch 80 Sekunden überleben. Bitte.
Solange wirst du ja noch leben, ne? Komm, 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 komm. 15 Sekunden, komm. Berufe. Ja, ne? Allgemeiner Ingenieur. Das? Ja, genau, das. Mach das. Dann müsstest du ja Strom erzeugen können, ne? Dann müsstest du das hier irgendwie hinkriegen, oder? Gerade erst in die Base gekommen und schon geht er duschen. Wir brauchen Strom. Leute, wir brauchen Strom. Komm, die eine, die arbeitet dann sowieso nicht, also aktivieren wir das einfach mal. Wie oft willst du dieses Bett noch desinfizieren gehen? Der macht einfach nichts. Desinfizieren und wieder duschen. Desinfizieren, wieder duschen. Und jedes Mal genau das Gleiche. Und lass mich raten, jetzt geht er essen. Ach nee, das Klo wird desinfizieren. Wow. Wie produktiv der ist. Wow. Ansonsten setzen wir die. Wobei. Wenn die nirgendwo eingesetzt sind, dann arbeiten die ja eigentlich alles, oder? Dann müssen die ja eigentlich alles arbeiten. Denke ich mir jetzt einfach mal. Jetzt ist er schon wieder in der Dusche. Ich glaube, ich drehe durch. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich werde durchdrehen. Der macht einfach absolut nichts. So, ja. Kochen, einer. Du. Und graben. Wobei, du bist gut im Graben, du bleibst da und du kochst dann einfach. So. Wobei ein bisschen Essen da ist. Aber egal. Er soll jetzt was anderes machen, außer andauernd desinfizieren und duschen. Er soll mal etwas Produktives sein, machen. Berufe ist okay. Und hier bedienen. So. Aber ja, klar, natürlich. Ohne Strom funktioniert das Ganze ja sowieso nicht. Toll.
So, Leute. Es tut mir leid, aber so hat das Ganze keinen Sinn mehr. Der rennt einfach nur noch die ganze Zeit durch die Gegend. Der macht nichts von dem, was er machen sollte. Anstatt jetzt irgendwas zu kochen, isst er das einfach auf. Anstatt irgendwie Kohle dahin zu bringen, das steht jetzt auf 9. Macht er das jetzt? Geht er jetzt Kohle holen? Musste ich das jetzt wirklich auf 9 setzen, damit er das macht? Are you fucking kidding me? Jetzt braucht das natürlich noch Algen. Aber das ist jetzt wieder zu viel gefragt für unsere zwei Leute hier. Die sind das nicht fähig. Oder was fehlt da? Wasser? Algen oder Wasser? Nö. Ja, also unsere Leute würden jetzt sowieso bald ersticken. Deswegen verabschiede ich mich jetzt aus dieser Runde. Aus dieser Folge. Ich werde ein bisschen was rumprobieren mit einem früheren Ladestand. Vielleicht kriege ich mich da ein bisschen gerettet. Aber ganz ehrlich, selbst wenn das funktionieren sollte, ich habe jetzt ganz ehrlich gesagt keinen Bock mehr, irgendwie in dieser Runde hier, in dieser Welt weiterzumachen. Da sind so viele komische Sachen drinnen. Das hier ist auf Priorität 9, wird nicht gemacht. Und das... keine Ahnung. Sind das Bugs? Ist das gewollt? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Kann alles möglich sein. Aber das hat ja die ganze Zeit gut funktioniert und einfach... plötzlich bei einem Projekt oder dem anderen funktioniert das dann plötzlich nicht mehr. Keine Ahnung, ob das wirklich an mir liegt. Immerhin hat das die ganze Zeit funktioniert. Oder ist das wirklich ein Bug? Keine Ahnung. Aber meine Lust ist jetzt ganz tief gesunken. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Runde hier. Vielleicht kommt irgendwann eine Staffel 5. Aber momentan ist jetzt Schluss. Und somit sage ich dann jetzt... ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Es hat mich gefreut. Es hat mich auch gefreut, in dieser Runde hier zu spielen. Auch wenn ich mich sehr, sehr oft aufregen musste. Ich hätte gerne hier entdeckt, was da noch so ist. Hätten wir da irgendwo einen Wassergenerator... ein Wassergenerator. Natürlich, einen Wassergeysir gefunden. Ich weiß es nicht. Nein, hier ist auch keiner. Ich hätte das gerne gewusst. Auch hier, was hätten wir da überall entdeckt? Man weiß es nicht. Aber so ist das halt. Ja, jetzt ist wieder zum Beispiel keine Erde mehr da. Das heißt, Essen würde jetzt sowieso plötzlich wieder fertig sein. Da würde sowieso nicht mehr kommen. Von daher sage ich einfach mal, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Leider ist diese Staffel jetzt etwas früher vorbei als eigentlich gehofft. Aber ja, so ist das halt. Wer ist noch Sauerstoff? Das nervt mich schon ein bisschen, dass das jetzt nicht so funktioniert hat. Das regt mich schon auf. Aber naja, ist halt so. Vielleicht klappt es das nächste Mal besser. Gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielleicht sehen wir uns in einer nächsten Staffel wieder. Bis dahin, macht alles gut und ciao.